Welche Kundentypen gibt es und wie solltest du mit den einzelnen Typen umgehen? Das erfährst du heute in diesem Video. Viel Spaß schon mal dabei. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. Bis gleich. So, herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Wir werden heute, wie gerade angesprochen, über verschiedene Kundentypen sprechen. Mein Name ist Nico Becker, ich habe den Sarah Schamo heute wieder mit dabei. Und ja, wir sprechen über Kundentypen. Das heißt, welche Kundentypen gibt es, wie solltest du auf einzelne Typen eingehen? Man muss natürlich vorweg sagen, kein Kunde oder Interessent da draußen ist immer ganz genau ein Typ. Das heißt, meistens sind Leute eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Aber wenn man sich überhaupt mal damit auseinandersetzt, sich Gedanken macht, okay, habe ich jetzt eher von mir aus einen Zweifler vor mir sitzen oder einen Zustimmer, dann kann man schon mal ein bisschen besser darauf reagieren. Und den ersten Kundentypen, den ich hier mitgeben möchte, das ist der Interessierte, so könnte man ihn nennen. Ja, das heißt, du hast jemanden vor dir sitzen, der ist sehr interessiert an allem, was du machst. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr dankbar, weil klar, das Gespräch läuft manchmal sehr einfach und du hast wahrscheinlich auch ein sehr harmonisches Gespräch. Das ist alles erstmal wunderbar. Die große Falle, in die du aber treten kannst als Fachhändler quasi, ist, dass du dieses Interesse letzten Endes falsch verstehst beziehungsweise ihm zu viel dafür mitgibst. Ja, am Ende des Tages musst du dir halt einer Sache immer bewusst sein, gerade wenn wir von fachspezifischen Produkten sprechen, wie meinetwegen einer Küche oder einem Terrassendach. Du kannst mit jeder Information, die du dem Kunden gibst, kannst du Einwände bei ihm wecken. So, das sind Einwände, die er jetzt vielleicht gerade noch gar nicht hatte, aber wenn du ihm jetzt Information XY gibst, dann fängt er an, darüber nachzudenken und das ist vielleicht nicht in deinem Sinne, weil er sich halt ja falsche Rückschlüsse einfach zieht. Das heißt, wenn du eine interessierte Person vor dir hast, ist deine Aufgabe wirklich ganz genau zuzuhören und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wofür genau interessiert er sich jetzt gerade. Weil, wie gesagt, das, was halt viele oftmals denn als Falle übersehen, ist, dass sie anfangen, wie so ein Wasserfall auf die Person zuzureden und es kommen halt irgendwo links und rechts dann Wörter raus, die man selber denkt, dass sie den anderen interessieren, aber es ist gar nicht so. Und am Ende des Tages ja, hast du vielleicht jemanden vor dir sitzen, der drei Einwände hatte, die er vorher nicht hatte. Und deswegen das auf jeden Fall da beachten. Als nächstes ist der klassische Skeptiker, das heißt der in dein Gespräch kommt und immer generell einfach erstmal bei allem unsicher ist, bei allem vielleicht erstmal dagegen ist, der weiß nicht, wie, ob er dir vertrauen soll und so weiter. Ganz wichtig hier ist, dass du solche Kundentypen immer, dass du immer Fallbeispiele parat hast, dass du immer Beispiele hast, wenn du jetzt zum Beispiel Marketing bist und über eine Kampagne sprichst, dass du verschiedene Beispiele nennen kannst, warum diese Kampagne so laufen kann, vielleicht auch Kundenerfahrungen von anderen Kunden und so weiter. Dasselbe gilt natürlich auch im Verkauf. Das heißt, wenn du in einem Verkaufsgespräch bist und der ist ziemlich skeptisch gegenüber deiner Dienstleistung oder deinem Produkt, dann ist es ziemlich einfach, hier einfach Fallbeispiele zu nennen, die man zum Beispiel auf seiner Homepage hat, die man schon mal in der Vergangenheit erfolgreich absolviert hat. Also immer den Skeptiker so entgegentreten, dass du auf jede Skepsis, die du hast, eigentlich eine Antwort hast oder ein Beispiel hast, warum das so nicht eintreten wird. Ja, wunderbar. Der nächste Fall, den wir uns anschauen wollen, beziehungsweise der nächste Typ, den wir uns anschauen wollen, das ist der Zustimmer. Der Zustimmer, auch Ja-Sager genannt, ist natürlich auch erstmal ein dankbarer Kunde, weil ja, er stimmt dir halt zu bei allem, was du sagst, aber bringt auch seine Gefahren mit sich, weil du kannst in so einem Gespräch, wenn du jetzt einen Zustimmer, wenn wir ihn so nennen wollen, wenn du ihn vor dir sitzen hast, dann gibst du halt die Richtung letzten Endes vor. Ja, es wird wahrscheinlich wenig Gegenwind geben, es wird auch wenig proaktiv gute Vorschläge geben. Das heißt, letzten Endes ist jetzt deine Verantwortung, den Kunden, den Interessenten, dahin zu bringen, wo du ihn hinhaben möchtest und natürlich auch dahin, wo er hin möchte. Auch wenn er dir nämlich erstmal bei allem zustimmt, heißt das nicht, dass er am Ende des Tages auch bei dem Angebot zustimmt, sondern du musst also auch verstehen, okay, was ist seine eigentliche Intention mit dem Gespräch oder mit dieser Dienstleistung und wie kriege ich ihn letzten Endes dahin? So ist relativ simpel. Weil er wird dir, wie gesagt, wenig Informationen geben. So, das ist immer, also er wird halt ja seine Deckung quasi oben lassen. Und wenn er dir bei allem Ja und Amen sagt, dann musst du halt wirklich gucken, okay, was genau möchte er von mir, wie bringe ich ihn dahin und wie können wir am Ende des Tages halt am besten eine Vertragsunterschrift ja, zusammen feiern. So, der nächste Typ, das ist der Gestresste, der meistens unvorbereitet ist, der immer zu tun hat, der gibt dir einfach das Gefühl, dass er keine Zeit hat. Und hier ist das Wichtigste, dass du vorbereitet reingehst. Ja, du brauchst klare Strukturen für dein Verkaufsgespräch, sagen wir jetzt mal als Beispiel, dass du ihn einen roten Faden hast, dass du ihn beruhigen kannst sozusagen und dass du nicht selber in Stress verfällst und sozusagen aus deinem Verkaufsleitfaden vielleicht irgendwas vergisst, dass du vielleicht auf einmal andere Wege gehst, dass das Gespräch nicht so verläuft, wie du es dir vorstellst. Deswegen musst du hier auf jeden Fall eine klare Struktur haben, dass
der Kunde letztendlich sich beruhigt, auch wenn er vielleicht keine Zeit hat, dass du ihm auch signalisierst, warum es gerade wichtig ist, dass er sich die Zeit nimmt, dass er dir zuhört, weil nur so kannst du am Ende deine Message ihm auch mitteilen. Ganz wichtiger Punkt. Wunderbar. Der nächste bzw. letzte Typ, den ich dir mitgeben möchte, ist der Verhandler. Ich denke, den wirst du mit Sicherheit schon mal getroffen haben in deiner unternehmerischen Laufbahn. Nämlich Menschen, die versuchen immer noch was rauszuholen. Entweder den Preis zu drücken oder noch irgendwas dazu zu bekommen. Ja, gibt natürlich verschiedene extremen Varianten von diesem Typen. Aber letzten Endes, und das ist das Erste, was ich auch immer unseren Kunden mitgebe, der Typ wird halt ganz, ganz oft als, nennen wir mal, schlechten Typen dargestellt. Weil man hat keine Lust auf das Gespräch, man hat seinen Preis, man möchte seinen Gewinn damit machen. Aber was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du so jemanden vor dir sitzen hast, versuch das mal positiv zu sehen. Weil wenn er nicht verhandeln würde, das ist nun mal seine Art und Weise, wie er Geschäfte macht, aber wenn er nicht verhandeln würde, hätte er kein Interesse an deinem Produkt. Das heißt, über den Zeitraum, über den er verhandelt, die Fragen, die er dir stellt, die signalisieren dir eigentlich nur, dass er dein Produkt haben möchte. Noch nicht zu den Konditionen, die du ihm vielleicht angeboten hast, aber er will es auf jeden Fall haben. So, und das ist schon mal das Erste, was du verstehen musst. Verhandeln ist in jedem Fall ein Kaufsignal. Das muss man auf jeden Fall beachten. Die zweite Sache, die du hier natürlich machen musst, ganz einfach gesagt, Grenzen aufzeigen. Ja, du darfst ihm jetzt nicht sozusagen alles zusagen, was er haben möchte. Das ist, denke ich, irgendwo auch klar. Letzten Endes wirst du mit Sicherheit in jeder Kalkulation so ein bisschen Handlungsspielraum haben. Meine Empfehlung ist eigentlich immer, da ganz transparent zu sein, zu sagen, passen Sie auf, Herr Meyer-Müller, wir können jetzt hier 5% noch runtergehen. Das ist aber wirklich das Letzte, was ich machen kann. Also mehr weiter macht halt keinen Sinn, dann können wir es leider nicht mehr aufbauen. Damit er von Anfang an weiß, okay, ich kann hier vielleicht noch was rausholen. Und dann ist aber auch Schluss, weil am Ende des Tages, das ist ja zum Teil auch die Grundlage von einem Verkauf, müssen beide Seiten das Gefühl haben, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Und wenn seine Art und Weise halt nur ist, zu verhandeln, dann sollte man vielleicht auch gucken, dass man das hinbekommt, dass er das, was er sich da vorgestellt hat, hinbekommt. Wie gesagt, wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich, dann muss ihm das auch ganz klar so sagen und dann geht es halt nicht. Aber wenn es die Möglichkeiten gibt, dann lass ihn bis zu einem gewissen Punkt kommen, signalisiere ihm aber auch, dass das jetzt der letzte Schritt war. Und da muss man gucken, ob man da zusammenkommt. Der letzte Punkt ist der Besserwisser. Und gerade bei uns im Marketing haben wir sehr oft mit solchen Leuten zu tun. Wenn sie dann hier reinkommen, zum Beispiel im Onboarding, die uns immer trotzdem zeigen wollen, dass sie das alles schon besser können, dass sie das besser wissen, dass sie Erfahrung haben, 30, 40 Jahre Berufserfahrung etc. Und hier ist es eigentlich gerade für uns zum Beispiel, wir sprechen jetzt erstmal aus unserer Sicht, ist es, auch wenn er vielleicht seit 30 Jahren im Business ist, heißt das nicht, dass er es unbedingt besser weiß als du. Das heißt, du musst den Kunden versuchen abzuholen, aber ohne das Gefühl zu geben, dass er denkt, du hörst sowieso nicht auf ihn. Ja? Das heißt, er weiß es, er gibt dir Input, saugt das auf, aber sei immer, gib ihm auch immer stets das Gefühl, dass egal, was er vorher weiß, dass du hier nochmal einen neuen Punkt hast, ja, dass du vielleicht eine andere Ansicht der Dinge hast, warum du es besser hinkriegst sozusagen. Er wird sich wahrscheinlich immer wieder wiederholen, er wird immer wieder auf gewisse Punkte eingehen, die er schon mal in der Vergangenheit vielleicht so oder so gemacht hat. Versuch dich hier nicht abzuleiten, also versuch immer deinen Stoff oder deine Dienstleistung hier zu verkaufen, sei direkt und lass ihn nicht über deine Kompetenz stehen. Wunderbar, das waren unsere 6 Kundentypen. Wenn du jetzt irgendwann mal jemanden vor dir sitzen hast, der jetzt nicht aufgeführt wurde, dann schreib uns das gerne mal in die Kommentare, wir können darauf gerne Bezug nehmen. Ansonsten ja, wünschen wir dir auch viel Spaß bei den weiteren Videos und dann würde ich sagen, bis dahin.